So, Freunde, ihr seht eine neue Folge von einem Schwarz-Weiß-Film. Titel: Wie komme ich hierher? Und überhaupt, warum bewegen sich die Berge und Felsen? Und, ja. Dann wieder die Bösen. Dann gehen wir hier rein. Hoffen mal, dass die keine sind. Und, ja. Ist hier was irgendwo? Nein. Was haben wir denn hier? Ein Brief. Das Ausgraben dauert eine ganze Nacht und für eine Mühe bekommst du, für deine Mühe bekommst du lediglich eine Kiste voll Aufschnitt. Aufschnitt auch gut. Du sagst, dass du ein Schwein willst, aber so funktioniert das nicht, Sohn. Die Kurve dreht sich nur in eine Richtung. Ja? Wo sind wir hier? Eine Stadt voller Nebel. Alter, die ganze Stadt hier ist verseucht von diesen Viechern hier, Mensch. Aber in Häuser trauen die dich wohl nicht rein. Haben wohl Angst, sie müssen dann wieder sauber machen oder was? Alter. Wow. Hilfe. Du hast mich nicht gesehen. Ja. Ich bin einer von euch. Mach euch keine Sorgen. Die Ohrenviecher, ey. Versuchen wir es. Nein. Oh. Wow. Runter in den Keller, ja. Aber die Tür geht nie auf. Na toll. Und wieder Batterien. Da war bestimmt mal ein Riesenpapagei drin. 1,50 Meter groß oder was? Ihr seid so durchgeknallt, ihr Ohrenviecher. Kiste, Koffer, Koffer, Kiste. Nein, das ist ein Grill. Ist so ähnlich wie ein Koffer. Ey, pupp mir mal was. Oh, ein Wasserturm, nehme ich mal an. Wow, ein Rennauto. Rein, rein, rein. Okay.
verrückt hier. Ich meine eher sowas wie einen beständigen Glauben. Aber eben mit Höhen und Tiefen. Ich meine eine ruhigere Gewissheit über richtige und falsche Entscheidungen und das Bedürfnis, sein Leben zu ändern. Nicht wie eine plötzliche Erleuchtung, Blitzschlag. Ich glaube, manche Leute tendieren von Natur aus dazu, wegen ihrer Persönlichkeit, Informationen so zu empfangen und zu verarbeiten und andere eben nicht. Ja doch. Du kannst mich mahnen. Die immer so schreien müssen. Ja, wieder Batterien. Hallo, ich will doch nur nach Hause telefonieren. Ja, Mann. Ey. Hoppala. Ja, ist ja gut, Mensch. Verschwinde hier, ey. Alles kaputt, alles verrückt. Naja. Oh, was haben wir denn hier? Wieder ein Funk. Wieder so ist. Wir landen dann irgendwie beim Zoll. Irgendwo in der Mitte. Und kaufen ein neues Raumschiff. Ja, Raumschiff. Alles rückgängig zu machen. Steuerung Z immer und immer wieder. Bis du einen Haltepunkt hast. Du kommst zum Checkpoint und läufst rückwärts und dann komplett raus. Für einige die Vorhölle. Limbus für die Unsterblichen. Und ich schätze, für alle anderen. Ja. Okay, das da hinten. Keine Ahnung. Lauf einfach zum nächsten Haus. Du kannst alles hier echt vergessen, ey. Das ist doch. Nein, die Tür geht nicht auf. So, keine Richtung von war und überhaupt. Anders kommen. Oh, du
schon mal hier? Warst du schon mal da? Keine Ahnung. Ja, gut. Scheint aber nicht mehr wegzugehen. Ach Mann, ey, wo soll ich denn noch hin, ey? Alles wird da bewacht und überhaupt. Und lassen mich nicht so durch, wie ich es gerne hätte. Alter, das kommt gar nicht mal raus hier, ey. Lass mich doch mal da hinten hin. Ja, da kommst du einfach nicht mehr raus, ey. Ach man, nein, darunter will ich nicht. Kommt hier echt nirgendwo mehr raus, ey. Und die versperren hier den Weg. Ja, Mann. Gibt's doch nicht. Da hoch vielleicht? Oder sind hier auch welche? Da waren wir vorhin, ne? Wo war ich denn noch nicht? Wo muss ich überhaupt dann hin? Aber Dings. Ob da hinten ist rot, da war man auch nicht. Irgendwie da hinten, wo es dann so rot ist. Okay, geh erstmal hier rein. So gut wie neu, sagte der Doktor. Und dann führte die Krankenschwester die Kinder herein,
auf allen Vieren krabbelnd, mit ausgestreckten Ellenbogen und weißen, eng anliegenden Masken. Eine der Mütter fing an zu schreien, aber es war okay, sie hatte ja ihr Bild im Fernsehen. Was? Sie hatte ihr Bild im Fernsehen? Vielleicht noch irgendwie durch. Die Felsen bewegen sich alle so. Hoppala. Wieder Batterien drin. Jawohl. Dann laufen wir mal schnell hier rein. Gut, ist hier noch was? Das Gesetz denen so viel Ärger macht. Die wollen alle loswerden und wir schlagen quasi zurück, weißt du? Und sie schicken falsche Polizei. Sie schicken falsch informierte Polizeibeamte, die nicht mal fähig sind zu verstehen, was ein Haftbefehl ist. Plötzlich steht doch im Gesetz, oder? Kommen sich auch ein bisschen vor wie bei Nebel des Grauens oder so. Wieder was Rotes, das ist die Ampel. Hier ist ein Briefkasten. Ich habe aber keine Post. Ja, ist doch gut. Mit darum wie Gollum, ey. Mein Schatz, mein Schatz.
bin ich wieder in einer U-Bahn-Station. Das kenne ich doch schon. Ja? Okay, das Tor ist zu. Und weg ist sie. No entry. Okay. Batterien. So. Die Tür geht nicht auf. Gut, dann gehen wir in die Richtung. Und hier geht's wieder raus. Oder was? Bist du das? Buddy? Was zum... Unmöglich. Du bist so alt. Aber du bist nicht... alt. Buddy, keine Ahnung, was hier los ist. Du musst unbedingt Dana finden. Sie weiß sicher eine Lösung. Du musst gehen. Ich... geh dann auch. Okay? Okay. Dana Scully, oder? Ha. Nein? Gut, Freunde. Dann machen wir hier erst einmal Schluss. Ja. Komm her, komm her. Naja, gut. Dann bleibe ich einfach mal hier. Ins Haus kommen die nicht. Und dann sage ich danke, dass du erstmal heute wieder dabei warst. Und dann bis zum nächsten Mal. Ja, wenn ich dann hier noch lebe. Bye, bye.